Was geht ab, meine OZ-Fighter Ozer hier, und es ist wieder Wochenende. Heißt, wir haben hier wieder Wochenend-Summons, denn auf Dokkan zum Beispiel, auf Global beispielsweise, haben wir jetzt die zweite Welle der Wochenend-Tickets. Die werden wir heute auf jeden Fall noch raushauen, aber auch in den anderen Spielen geht ein bisschen was. Wir werden jetzt, wie gesagt, auf Dokkan summonen, Legends haben wir ein paar Tickets, Dragon Ball Heroes haben wir auch ein paar Summons raus und auch in Blazing, Freunde, in Blazing. Aktuell startet da oder aktuell bereitet man sich auf die 25 Millionen Download Celebration vor. Diese fängt nächste Woche an und bis zum Start der Celebration können wir jeden Tag ein Multi raushauen über die Woche jetzt noch quasi. Und in diesem Multi sind auch Blazing Festival Charaktere wie LS, Sasuke und Naruto beispielsweise. Heißt, wenn ihr Interesse am Blazing habt, ist jetzt eine gute Zeit dort anzufangen. Am ersten Tag hatte ich kein Glück, der Multi, am zweiten Tag jedoch, also gestern, habe ich drei Gold Charaktere ziehen können. Einer davon war Edo. Hashirama, das war mein dritter an der Stelle, also richtig cool. Heißt, wie gesagt, wenn ihr Interesse am Blazing habt, Freunde, ist jetzt eine gute Zeit. Ab 17 Uhr unserer Zeit könnt ihr immer den Free Multi raushauen, über die nächsten Tage noch, Freunde, denn nächste Woche fängt die 25 Millionen Download Celebration auf Naruto Blazing an. Und da erwartet man auf jeden Fall auch gute Banner, gute Charaktere, eine schöne Celebration. So viel zu den Blazings haben, wie gesagt, war, also heute ist der dritte Tag ab 17 Uhr, das waren meine letzten zwei Summons. Wie gesagt, der erste war dead. Naja, den musst du aber nicht sagen, aber der zweite war auf jeden Fall nice mit drei Goldcharakteren. Wir machen mal weiter hier an der Stelle dann mit Global Dokkan. Ich hoffe, das passt so. Ich finde es ein bisschen angenehm. Jetzt haben wir noch, also letzte Woche ja die Tickets in Dokkan Global, diese Woche und nächste Woche noch. Und ich fand es da schön, warum nicht? Lass uns da mal ein bisschen einfach in den verschiedenen Spielen zusammen, die wir spielen oder die ich quasi spiele, und das Ganze nicht trennen. Ich hoffe, das ein oder andere passt. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch schöne, eine erholsame Zeit. Gestern war der Feiertag. Ich hoffe, ihr habt ja einen schönen Tag gehabt, am Montag ist ebenso noch Feiertag. Und dann hoffe ich, ihr habt euch alle gut erholt zum Wochenende jetzt. Und das Wetter ist bei uns auch schön, ich hoffe bei euch ebenso. Ihr seht aber auch schon, hey, was ist da los? Ich habe 9 Tickets. Warum habe ich 9? Die Sache ist nämlich, Freunde, einen habe ich schon verbraucht. Also das war, man bekommt jede Woche 10. Und letzte Woche habe ich quasi 11 bekommen, weil von der Nacht auf Sonntag auf Montag, und also Montag 2 Uhr morgens, bekommt man dann den ersten Ticket von der zweiten Woche oder quasi von der darauffolgenden Woche um 2 Uhr schon, aber das Banner ist dann, das Wochenbanner, noch bis 8 Uhr morgens online. Könnt ihr mir noch folgen? Jedenfalls, um es kurz zu sagen, um es kurz zu sagen, habe ich schon ein Ticket letzte Woche raushauen können, weil, wie gesagt, von der Nacht von Sonntag auf Montag oder Montagmorgen ist das Banner noch live, wenn man das erste Ticket von der darauffolgenden Woche bekommt. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder besser gesagt im Endeffekt dann gefällt, könnt mich das gerne wissen lassen. Gebt mir ganz ein Like auf jeden Fall, falls ihr neu seid und das Ganze unterstützen wollt. Vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Wir hauen erstmal hier die Singles raus, bis wir 5 haben. Am Ende machen wir dann noch einen Multi. Beziehungsweise wir switchen gleich rüber auf. Okay, wir haben eigentlich gar nicht mal so schlechte Animationen. Die lassen immerhin hoffen. Ich meine, ja, okay, hier sind ja SR-Charaktere und höher. Aber wir gehen mal danach kurz rüber auf Legends. Da habe ich ein paar Tickets, kommen zurück auf Dokkan. Hauen wir am Ende noch Dragon Ball Heroes Tickets raus oder Summons. Und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Apropos Dragon Ball Heroes. Heute wurde angekündigt, also schon seit längerer Zeit wissen wir das. Aber das nächste Update wird bald kommen. Ah, Featured Charakter im Single Sum. Feature. Oh, ich bin gerade ausgetickt, weil hier sind ja auch alle drin. Aber ja, okay. Ja, für Dragon Ball Heroes wird es demnächst ein Free Update geben. Neue Karten werden hinzugefügt, ein neues Set. Universal Mission 5, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, GG Goku. Für jeden anderen richtig geiler Pull. Für mich ist das. Der ist schon längst auf 100%. Aber ey. Nehmen wir auf jeden Fall an, hier Godcore an der Stelle. Und genau, also Dragon Ball Heroes wird auf jeden Fall noch supported, Freunde. Also, was heißt auf jeden Fall? Was heißt noch? Es wird schon direkt supported nach dem Release. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. In Dragon Ball Heroes gibt es auch Online-Events, Freunde. Online-Events machen echt Spaß. Aktuell ist ein Online-Event live. Ich glaube, das sollte noch online sein. Ist ähnlich wie ein Battlefield. Wenn ihr Bock drauf habt, nehmt auf jeden Fall dran teil. Man kann auch 70 Karten wählen, die einem zur Verfügung gestellt werden. Daraus müsst ihr euch dann Teams bauen. Ihr braucht 10 Siege. Wenn ihr Karten benutzt, könnt ihr sie im nächsten Kampf nicht mehr benutzen. Also Dragon Ball Heroes, ganz ehrlich, wenn ihr da Interesse habt, gebt den ganz auf jeden Fall eine Chance. Ihr könnt auch die ganzen Videos abchecken. Ich habe auf jeden Fall Spaß mit Dragon Ball Heroes kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Vor allem, glaube ich, so für Dokkan-Spieler ist Dragon Ball Heroes ein bisschen interessant. Weil das ist ein bisschen ähnlich wie Dokkan, nur hat man dann so einen Aspekt mit PvP und sowas. Online-Kämpfen und tralala. Es gibt auch Ranked-Matches. Also, mir macht es auf jeden Fall Bock. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von Dragon Ball Heroes haltet. Apropos Dragon Ball Legends. In letzter Zeit kam ein wenig weniger Dragon Ball Legends Videos. Ich versuche so einmal die Woche ein Video rauszuhauen. In den letzten zwei Wochen, bin ich ehrlich, habe ich das so verpackt in einem Summon-Video, dass da ein bisschen Dragon Ball Legends kam. Warum?
In den aktuellen Bannern sammle ich die Freunde im aktuellen PvP. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Ich habe es auch ein bisschen gespürt, sag ich mal. Ja, PvP ist ein bisschen verbuggt, Freunde. Da können die das leicht abusen, die können cheaten und tralala. Und man kann selbst auch ein Penalty bekommen, also ein Strike, obwohl die eigene Verbindung gut war und so und so fort. Also das ist ein bisschen... Ah, das müsst ihr noch ein bisschen fixen. Ein Update war das da, das letzte Update, da ging es ein bisschen... Nicht so, danach ging es nicht so gut im PvP los, sag ich mal. Also die Sache ist, um es kurz zu fassen, beispielsweise ihr seid in einem PvP-Kampf, du spielst gegen mich, okay? Meine Verbindung tut sich unterbrechen oder ich sorge dafür, dass ich quasi, es gibt auch so Apps, wo man cheaten kann und tralala, ich sorge dafür, dass die Verbindung sich unterbricht, aber dann bekommst auch du einen Strike, also eine Ermahnung und dann kommt auch für dich, obwohl ich gelieft bin, steht dann dran, ja, du bist quasi gelieft, tralala. Das nächste Mal also soll nicht mehr passieren, wenn es aber nochmal passiert und es passiert gerade häufig, weil es eben gerade, ja, die Connection ein bisschen nicht so gut ist, sag ich mal, in Legends. Und dann, wenn es häufiger passiert, dann bekommst du quasi, sag ich mal, eine Minute bist du getimeout, 3 Minuten, 5 Minuten, tralala. Und dann kannst du sogar einen Strike, also einen Bann bekommen für die aktuelle Season und wirst auf Rank 1 runtergesetzt. Also gibt's, also es ist sicherlich nicht bei vielen aufgetreten, aber es gibt gerade ein sehr, sehr großes Problem mit Legends PvP. Und das finde ich ein bisschen schade, das hat mir auch ein bisschen Spaß genommen, sag ich mal. Weil im Einzel-Update zuvor ging es ab, da hatte ich richtig Bock und so und jetzt, ja, schwierig. Ich habe nämlich, ja, wenn ihr die letzten Videos mal gesehen habt, dann hab ich auch oft gesagt, so zum Beispiel, hey, sag mal, ich habe übel viele Disconnects. Habt ihr das auch oder ist es nur bei mir so und so und so fort? Ich hoffe, die fixen das mal ein bisschen oder die stärken mal ihre Verbindung, ihre Server für PvP. Ich finde es nicht allzu tragisch, versteht mich nicht falsch, ich finde es nicht allzu tragisch, man kann es auf jeden Fall noch spielen. Aber es ist schon irgendwo auch unfair, wenn es einen trifft, der eigentlich nichts damit zu tun hat. So, wisst ihr, was ich meine? Der dann Punkte verliert und tralala. Jedenfalls so viel zu Legends. Oh, okay, Pan haben wir noch an der Stelle. Deswegen, und 3 Sterne Pan. Okay, nicht schlecht. Mipan. So viel zu Legends, würde ich mal sagen. Wir switchen dann noch ganz kurz rüber zu Dokkan, hauen unser Multi raus. Sollen wir Groupstar machen im Multi? Let's go. Im Spiel eurer Wahl könnt ihr gerne mitmachen. Ihr wisst, das Ganze läuft. Ich werde gleich runter zählen. 3, 2, 1. Und dann könnt ihr mir gerne wissen, was ihr gezogen habt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Hier sind Elle drin. Elle! Nimmt diese Elle an, mein Glück, Hashtag Wochenendlack. Und dann zähle ich gleich runter, ihr könnt mich wissen lassen, was ihr gezogen habt. Auf den Social Media Kanälen, alle Links in der Beschreibung. 3, 2, 1, wir hatten die Glatze, Tension in Hand, nur 5 Charaktere bekommen wir, gehen wir in Super Saiyan 3, dann wissen wir, haben SSR. Es hat ein bisschen gebaitet, da bin ich ehrlich. Jedenfalls, Freunde, ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich meine, ja gut, ich habe jetzt letzte Woche ein SSR gezogen, diese Woche auch ein. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Wie laufen eure Tickets? Wie liefen eure Tickets ab? Könnt mich gerne wissen lassen. Und hier an der Stelle, okay, war das dann ein Dead Multorenio. Und dann müssen wir mal schnell weg von Dokkan. Wir gehen rüber zu Dragon Ball Heroes, weil ihr seht, ja, da sind noch Stones. Die dürfen wir aber nicht verschwenden, Freunde. Da müssen wir auf jeden Fall sparen für Incoco Black. Kommt diese Woche, werden wir auf jeden Fall drüber reden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei letzten Summons auf Dragon Ball Heroes. Alles klar, Freunde, dann sind wir hier auf Dragon Ball Heroes und hauen wir da hier Tickets raus. Guck mal, können wir 4 Multis raushauen, sehr schön. Und dann auch noch einen mit den seltenen. Fangen wir mit dem normalen an. Wir haben hier 3 Multis in Set 2, wollen wir, weil Kamp oder Uigoku hätte ich gerne. Was geht ab? Wenn da irgendwas gehen würde, warum nicht? Gerne her damit. Und genau, apropos Dragon Ball Heroes, wie gesagt, Free Content wird kommen, aber auch... Okay, ah, der Serum da unten ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Eine Demo. Viele haben ja gefragt, oh, wird es auch eine Demo kommen, beziehungsweise gab es für Japan eine Demo. Und eine globale Demo sollte auch kommen. Genau, also falls du dich fragst, ey, okay, Dragon Ball Heroes, ist das was für mich, ist nichts für mich. Eine Demo wird voll... Die Hälfte davon haben wir gerade gezogen, ey, willst du mich verarschen? Oh mein Gott. C21, warte mal, C21 Promokarte. Ja, okay, ja, GG, her damit. Und ja, so viel, ja, genau, also... Dragon Ball Heroes, nur her damit, würde ich sagen. Und ja, falls ihr den Let's Plays vorbeischauen wollt, Freunde, könnt ihr das gerne machen. Ich denke, wir bewegen uns langsam gegen Ende. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht so, Mann. Habe ich schon so viele Karten gezogen? Okay, Gogeta. Ja, GG. Ja, außer davon, da geht halt wirklich viel. Ja, Online-Kämpfe, es gibt Rank-Kämpfe, es gibt Missionen. Man kann Karten selbst erstellen. Man kann... wie gesagt, diese Online-Events machen das nächste Online-Event und ich glaube im nächsten Update im Mai werden nicht nur, wie gesagt, ein neues Booster-Pack hinzugefügt. Universal Mission 5 sollte das sein, wenn mich alles täuscht. Warte, ich guck mal kurz, ob ich Tickets eintauschen kann, dann machen wir gleich Schluss. Oh, also wir haben noch einen Sam raus. Und, ah ja, einen haben wir noch hier, let's go. Und,
Es wird auch ein 3 gegen 3 Modus hinzugefügt, laut den V-Jump-Scans. Deswegen bin ich echt drauf gespannt. Ich find's sehr cool, dass es sofort so supported wird mit Content. Was brauchen wir jetzt? Jetzt selten den Gacha mal. Genau richtig. Was machen wir zuerst? Komm, machen wir zuerst ein Zingisam. Ein Zingisam. Wer weiß, vielleicht droppt der Uigoku. Und dann hauen wir danach den Mutti raus am Ende, Freunde. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Hashtag ein Zingisam. Hashtag ein Zingisam. Ich sag's doch. Ich sage es doch. Sag ich. Ich hab's gesagt. Hashtag ein Zingisam. Die Sache mit dem Goku ist, ich habe viel Feedback bekommen, dass bei einigen nicht funktioniert, dass ab Runde 2 quasi Vegeta nicht beschworen wird und tralala, dass das nicht funktioniert mit dem Avatar. Im Prinzip muss man ja, wie es dran steht, wenn der Helden-Avatar im Team ist, kann man ab Runde 2 Vegeta aus dem Teilraum beschwören. Wir hatten viele Probleme damit. Ich kann ihn jetzt Gott sei Dank mal selbst testen. Dann können wir uns das selbst mal angucken in den nächsten Videos oder in den Streams. Dann kann ich auch genau sagen, wie das funktioniert. Aber eigentlich sollte, wie gesagt, ab Runde 2, wenn ihr euren Helden-Avatar im Team habt, ab Runde 2 eben Vegeta aus dem Teilraum beschwören werden und zusammen mal eskalieren die dann zusammen. Krank! Warte, oh mein Gott, ui, Goku, richtig geil auf jeden Fall. Da würde ich aber sagen, Runde, der ist geil. Der ist richtig gut. Hierfür würde nur noch Kamba fehlen, okay? Wie setze ich mal auf Kamba? Wollen wir am Ende noch ein bisschen Abwechslung? Hier habe ich keinen der SEC-Charakter, aber hier würde ich... Ich hätte eigentlich gerne Daishin Kan. Aber wir haben auch... Wir haben hier gesammelt. Wir machen hier mal weiter. Hier wollen wir... Evo Vegeta wollten wir 4 Sterne. Oder... Ja, einen der SEC wäre auch auf jeden Fall nice. Und wir haben hier leider... keinen der SEC. Oder tralala. Auch nicht Evo Vegeta. Hier ist ein Evo Vegeta drin. Aber nicht schlimm, Freunde. Nicht schlimm, Freunde, auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, Uigoku haben wir auf jeden Fall noch ziehen können. Sehr schön. Freue mich auf jeden Fall, ihn testen zu können. Mit ihm ein paar Teams zu bauen. Oder an sich ihn einfach mal, sag ich mal, Show zu casten. Das werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage machen, Freunde. Wie gesagt, könnt ihr gerne in den Let's Plays vorbeischauen. An sich auch in den anderen Videos zum Thema Super Dragon Ball Heroes. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. War mal wieder entspannt auf jeden Fall. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, nachdem ich zu oft auf jeden Fall gesagt habe, dass ihr auf jeden Fall ein schönes Wochenende haben werdet. Auf jeden Fall. Bide, danke. Ciao. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.